Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews. Diesmal sehr Marvel-lastig, was eigentlich mehr oder weniger Zufall ist, weil ich habe hier so viele Comics neben mir liegen, die ich noch lesen muss und überhaupt, dass ich halt abends immer vor der Qual der Wahl stehe, was ich als nächstes lesen werde. Und irgendwie waren die letzten vier Comics, die ich mir gegriffen habe von Marvel. Und zwar waren es dann Secret Wars Heft 8, das Heft vor dem Finale. Guardians of the Galaxy, Krieger des Alls, Band 4 von 4. Scarlet Spider Band 2 und Marvel 1602. Das war noch das vorletzte Band, den ich noch von der Hachette Collection lesen muss. Dann habe ich es so komplett durch. Das ganze Ding ist geschrieben von Neil Gaiman und Andy Kubert und spielt in so einer alternativen Zeitlinie, wo einiges anders gelaufen ist. Spielt wahrscheinlich das soll auch so das Jahr 1602 sein, wobei 1602 in dem Fall das Universum ist, in dem es spielt. Trotzdessen könnte es von Zeit her auch 1602 sein. Es geht darum, dass die Königin ein bisschen abergläubisch ist, dass sie glaubt, dass wegen dem Wetter, das vorherrscht, irgendein Unheil bevorsteht. Man sieht, dass die Mutanten hier, wie man hier gerade bei Angel sieht, auf brutalste Art und Weise festgehalten werden von der Kirche, weil die Kirche glaubt, dass er zum Beispiel eine Ausgeburt der Hölle ist. Und auch so geht es eigentlich mehr oder weniger um das Zeitalter und wie die ganzen Helden diesen Zeitalter lesen. Das ist relativ interessant zu sehen, was für ein Gewand Neil Gaiman die ganzen Charaktere gesteckt hat. Zum Beispiel Peter Parker, der hier der Hilfsjunge von Nick Fury ist, allerdings nicht von der Spinne gebissen wurde. Es gibt aber immer wieder die Szene, wo er fast von der Spinne gebissen wird und dann kommt irgendjemand und macht die Spinne im letzten Moment platt. Das ist zumindest zweimal passiert in der ersten Hälfte. Und bei mir ist der Funken einfach nicht übergesprungen. Es hört sich so im Prinzip alles interessant an. Ich fand auch die Zeichnung stimmig und Neil Gaiman mag ich eigentlich als Autor. Bloß so in der Hälfte des Comics habe ich schon geguckt, wie viel ich noch lesen muss und habe dann so ein bisschen durchgeblättert und habe irgendwie komplett die Lust dran verloren. Ich kann dem Ding auch keine Bewertung geben. Ich kann nur sagen, 1602 Marvel ist überhaupt nicht mein Ding. Also mir hat es nicht gefallen. Vielleicht muss ich es irgendwann anders nochmal lesen. Vielleicht hat das Ding mich einfach gestern nur auf dem falschen Fuß erfasst. Und deswegen, wie gesagt, Bewertung steht aus. Mich würde mal eure Meinung zu 1602 lesen. Ob ich der Einzige bin, den es jetzt nicht so zugesagt hat. Aber wie gesagt, kann mich auch auf dem falschen Fuß erwischt haben. Dann, nach fast 2 Jahren, oder wenn ich sogar genau 2 Jahre auf meinen Lesestapel, Scarlet Spider Band 2. Ich hatte mal beim Tauschgeschäft im Panini Forum, ich weiß gar nicht mehr, was ich hergegeben habe, auf jeden Fall für 2 Comics dann die ersten beiden Bände von Scarlet Spider bekommen, ist mit 4 Bänden abgeschlossen, die Serie. Und der erste Band war so okay und dann halt leider nicht mehr, deswegen hat der jetzt auch echt lange bei mir gelesen. Gestern Abend hatte ich richtig Bock drauf gehabt. Und ja, was soll ich sagen? Es geht weiterhin um Kane, also der damals böse Zwilling, der vergeblich bei der, wo man dachte, dass er tot wäre, bei der Rückkehr von Kraven oder Wiedergeburt von Kraven, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Event heißt, oder Kravens letzte Jagd war es nicht. Auf jeden Fall irgendein Kraven-Comic, was in der letzten Volume von Spider-Man vor Marvel Now erschienen ist. Ist Kane wieder auch, hat er sich dann geopfert für Peter, hat dann doch wieder gelebt und hat dann bei Spider-Island den finalen Schlag gegen diese Spider-Queen, hieß sie, glaube ich, gemacht. Und danach hat er sich erstmal verpisst, weil er nichts mehr mit Superhelden zu tun haben wollte. Ist dann irgendwie nach Houston gekommen. Da hat er einer Frau direkt das Leben gerettet und hat sich dann direkt da so involviert, dass er da Held wieder willens ist. Trotzdessen hat er da seinen Spaß. Was so ganz lustig nebenbei ist, da kann ich wirklich da rum schwingen, weil Houston ist keine Großstadt. Also ich weiß nicht, ob es so eine Großstadt ist. Vielleicht ist es so eine Großstadt. Allerdings ist Houston recht niedrig gebaut, weswegen er auf Motorräder und sowas angewiesen ist. Das ganze Abenteuer ist komplett belanglos eigentlich. Kravens Tochter taucht wieder auf, weil sie ihn platt machen will. Das ist so der erste Storyplot, den ich an der Stelle auch nicht weiter spoilern möchte, weil das schon fast die komplette Story war von dem ersten Story-Arc. Und danach, ich habe es gestern Abend gelesen, muss tatsächlich schon wieder überlegen, worum es danach geht. Genau danach hat er ein Abenteuer gegen Roxxon. Das ist ja dieser Energiekonzern in den Marvel Comics, der immer wieder Dreck am Stecken hat. Und zwar begeht er da ein Abenteuer zusammen mit einer der lächerlichsten Superheldengruppen, die ich je gesehen habe. Und zwar den Rangers. Das sind die hier. Die gibt es wohl schon was länger, seit 81. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es im ersten Band auch schon vorkam. Das sind sowas wie die Avengers aus den aus Houston. Hatten ihren letzten richtig großen Auftritt bei Avengers, die Initiative Band 1. Das war direkt nach dem Civil War. Und sehen lächerlich aus und sind total belanglos.
Viel mehr kann ich an Story auch gar nicht sagen, weil viel mehr ist ja noch gar nicht passiert, bis auf diese zwei Abenteuer. Es hat ein relativ abgeschlossenes Ende und ich werde mir den dritten Band davon nicht mehr holen. Also mir reichen diese zwei Bände. Ich finde Scarlet Spider Kane recht langweilig, braucht man nicht wirklich. Also ich gebe dem Band so eine, ja, eine 2 von 5, aber eine schwache 2 von 5. Mehr war da leider nicht drin. Dann Guardians of the Galaxy Band 4, Krieger des Alls. Das ist nicht die normale fortlaufende Serie, die Bände schreibt. Das hier ist die Serie von dem guten Abnett, der die Guardians aus dem Film, diese Besetzung, die ihr da kennt, eigentlich mit dieser Serie gegründet hat. Spielt alles während dieses Großevents Annihilation, heißt es, glaube ich. Der Lars hat davon mal ein paar Comics vorgestellt. Und ist in dem Fall jetzt der Abschluss der vierbändigen Paperback-Serie. Es geht darum, dass Warlock hieß er Warlock, ich hab's echt mit den Namen, ich komme da immer durcheinander. Nicht Warlock, doch Adam Warlock hat im letzten Band, nachdem er vergeblich gestorben ist, also das wird hier aufgeklärt, was da genau passiert ist, hat er so einen Riss im Zeitkontinuum dagelassen, der allerdings in eine andere Dimension hinführt, wo ganz bizarres Leben existiert. Durch dieses Portal wiederum schafft das Leben es dann auf die Station von Nowhere und gerät da wiederum, weiß ich, sie, Moonbird? Boah, ich hab's mit den Namen. Ich hab mir eigentlich gedacht, ich hätte mir alle Namen gemerkt für dieses Video. Aber wie ihr gerade merkt, habe ich mir keinen einzigen Namen gemerkt. Ich glaube, Moonbird hieß sie. Das ist die Tochter von Drax. Auf jeden Fall, sie schmeißt sich irgendwo zwischen, wo eins dieser komischen Wesen, versuchten, einen von anderen Team platt zu machen und das Biest gerät durch die Nase in ihren Bauch rein, sie ist dann schwanger mit diesem komischen Biest. Das Biest wiederum soll vor Gericht bei Nova getragen werden, weil es ein Teamkollege von einem anderen Team umgebracht hat, wodurch sie dann vor Gericht gezogen wird. Auf der anderen Seite ist dann irgend so eine komische Glaubensgesellschaft, die das für die Gottheit ihres Glaubens halten und die sie aus ihm rausschneiden wollen. Das ist so der große Aufhänger davon, bis sich dann alles wieder zusammenführt mit den verschollenen Charakteren aus Band 1, weil aus Band 3, weil in Band 3 sind einige Teamkollegen vielleicht gestorben. Ich möchte das nicht so viel vorweg spoilern, unter anderem Cosmo war dabei. Und die tauchen, was mit denen dann genau passiert ist, das klärt sich dann am Ende des Bandes. Es ist durch die Bank weg gut gezeichnet. Seht ihr mal so ein paar Szenen davor und daraus. Ich finde auch die Guardians, die Abnett geschrieben hat, die sind ganz anders als die Guardians, die Bendis schreibt, weil die hier ein ganz Stückchen düsterer, ernster sind. Es sind nicht so viele Jokes drin, wie man das aus den Bendis Guardians kennt. Es ist sehr unterhaltsam. Hier seht ihr sie mit dem schwangeren Bauch, wo dieses komische Viech aus einer anderen Dimension drin hockt. Also es war auf jeden Fall ein sehr guter Comic. Ich wollte gestern eigentlich nur so die ersten ein, zwei Seiten lesen, habe ihn dann doch direkt am Stück weggelesen, weil er mir so gut gefallen hat. Es ist eine schöne, runde Sache, das Ding. Solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen, wenn ihr euch für die Guardians interessiert. Für die vier Bände braucht ihr auch keinerlei Vorwissen. Das gilt allerdings auch für die Bände des Guardians. Man kann in beide Serien ganz locker einsteigen. Gutes Ding, kriegt von mir so eine 4 bis 5 von 5, würde ich fast sagen, weil mich echt gut unterhalten hat. Der Comic durch die Bank wird gut gezeichnet ist und auch gut geschrieben. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch das 8. Heft von Secret Wars. Weiterhin ein gnadenlos gutes Event. Es spitzt sich alles zu für Dr. Doom. Von allen Seiten wird er angegriffen. Ob es jetzt der. Ich vergesse die Namen heute. Heute ist ja ganz schlimm mit mir. Ja, der Maestro Hulk heißt er, glaube ich. Wartet. Ich gucke mal gerade nach. Auf jeden Fall steht das hier nicht drauf. Bruce Banner wird Maestro. Der Maestro halt möchte ja auch Battleworld übernehmen und die Reed Richards machen sich ran. Die Tochter von Reed Richards, die ja hier denkt, dass sie die Tochter von Doc Doom ist, kommt der Sache auch langsam auf die Sprünge und trifft das erste Mal auf Reed Richards zusammen mit Sue, die auch das erste Mal hier auf Reed Richards trifft, wo er auch eigentlich nur sagt: Susan, hier ist diese Szene. Und Battleworld geht langsam den Bach runter. Der Wald dazwischen den einzelnen Battle-Arenen war, das war ja die ganze Zeit das Ding gewesen, der ist mittlerweile auch aufgestanden und möchte sich an Doom rächen. Gerät dabei in einen Kampf mit Galactus, wie auch schon die Titelseite anmuten lässt. Und Namor Black Panther führen die Marvel-Zombies mit in die Schlacht rein, die jetzt für Ruhm und Ehre mitkämpfen wollen.
Also es ist ein Action-Spektakel vom Feinsten. Diese paar Seiten, die das Comic hat, haben eigentlich gar nicht ausgereicht. Also es ist nach wie vor eines der besten Events am Marvel, die ich je gelesen habe. Es ist ein richtig dickes Ding. Empfehle ich definitiv jeden, der irgendwie Interesse dran hat, der in der hier hinten drin ist. Der war leider total belanglos, ist auch nicht weiter zu erwähnen. Das Heft kriegt von mir eine 5 von 5. Das andere irgendwie so eine 2 von 5. Aber trotz dessen 5 von 5 für Secret Wars. Richtig dickes Ding. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, wenn ihr Marvel-affin seid. Das war's für dieses Mal, Jungs und Mädels. Sorry für die ganzen Namen vergessen, aber wie ich sage es immer wieder, ich kann meinen Namen einfach nicht merken. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie fehlt mir diese Gehirnzelle hier oben ist sie bestimmt, worin man sich Namen abspeichert. Die ist bei mir irgendwann mal kaputt gegangen, mein Skateboard-Unfall oder so, wer weiß. Lasst uns einen Daumen nach oben da, guckt auf Instagram und Facebook vorbei, Jungs und Mädels. Bleibt in den Kommentaren, wenn ihr was davon gelesen habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!